Hallo meine Lieben, hier ist Natascha mit einer weiteren Wochendeko für euch. Sie sind tatsächlich schon in der Kalenderwoche 5 angekommen. Es ist die letzte Woche für den Monat Januar und wir gehen mit dieser Woche auch schon in den Februar rüber. Wie ihr seht, meine Tinte, die ich vorher drin hatte in meinem radierbaren Friction-Stift oder wie auch immer man die bezeichnen mag, ist leer gegangen und ich muss sagen, ich hatte das jetzt gut ein Jahr benutzt und dafür ist das doch, denke ich mal, sehr ergiebig. Ich habe mir schon im Voraus dann Ersatzminen gekauft in einem Türkisblau. Es ist, ich würde sagen, ein Grünblau auf jeden Fall, aber ich würde auch eher dazu tendieren zu sagen, dass das Grün überwiegt, was ich jetzt nicht schlimm finde. Ich mag Türkis, es ist eine meiner Lieblingsfarben, deswegen freue ich mich dann so ein bisschen mal was anderes zu zeigen. Ich habe ganz normal angefangen, wie immer. Ich unterteile meine gepunkteten Seiten in drei Teile, wobei die rechte Seite noch mal den letzten dritten Kasten in zwei Teile halbiert wird. Das heißt, das ist für mich das Wochenende, Samstag und Sonntag. Ich habe mir auch schon ein paar Stempel rausgesucht, die ich für die Woche 5 und die Wochentage verwenden möchte. Kreativ Zeitlos ist der Hersteller von diesem Stempelset, das ich schon seit ein paar Jahren immer wieder benutze für meine Woche. Deswegen ist der Stempel inzwischen auch ziemlich dunkel geworden. Das macht aber dem Stempelergebnis nichts aus. Und ja, ich habe diesmal mich dann passend zu der Tinte dazu entschieden, das Ganze in Türkis zu stempeln. Das ist ja ein Kreide-Stempelkissen vom Action. Die sind jetzt nicht so, ich sag mal, intensiv pigmentiert. Die müssen auch so kreidig hell bleiben. Aber ich habe mir gedacht, warum nicht? Wir können das ja auch mit der Stempelhilfe einfach mehrmals übereinander stempeln. Und dann kriegen wir dann den intensiveren Farbton, den ich mir in dem Vorfall eigentlich gewünscht habe. Und ja, das funktioniert ganz gut. Ihr müsst nur halt immer darauf achten, dass ihr dann beim Abstempeln nicht aus Versehen euer Papier verschiebt. Für die Wochentage ist das diesmal wieder ein Action-Stempelset geworden. Ich habe ja einige davon und wie gesagt, die meisten sind leider in Englisch. Aber auch damit können wir leben. Ich kann natürlich auch von Hand schreiben, aber das Stempeln funktioniert dann tatsächlich doch was flotter. Nachdem wir die linke Seite fertig haben, natürlich wie immer Stempel sauber machen, abmontieren, zurück auf die Unterlage, wo sie hingehören. Dann kommt die rechte Seite dran, dann brauchen wir die Wochentage Donnerstag bis Sonntag. Auch da mit demselben Stempelkissen. Muss man gerade schauen, ich glaube, das war die 66. Genau, Pastellblau heißt das eigentlich. Oder Pastellblue auf Englisch. Das ist wie gesagt ein Kreidestempelkissen vom Action. Benutzt das, was ihr da habt. Ich meine, ich denke mal, inzwischen haben viele von euch zumindest irgendwelche Stempelkissen zu Hause. Und wenn nicht, dann, wie gesagt, die im Action funktionieren wunderbar und die kosten halt kein halbes Vermögen zum Austesten, Ausprobieren, ob das Stempeln einem liegt, sind die mehr als geeignet. Ach ja, ich wollte gerade überlegen, was mache ich denn jetzt eigentlich? Ich habe mich entschieden, einen kleinen Stempel von AliExpress, das ist so ein Symbolstempelset, was ich dann damals fürs Planen gekauft habe, das Herzchen mehrmals zu stempeln, um quasi eine Markierung, wo ich meinen Wochentag einsetzen möchte. Auch hier, damit das farblich alles zusammenpasst, wird das Ganze wiederholt gestempelt. Also doppelt, um genau zu sein, damit die Farbintensität halt überall gleich ist. Hier eignen sich halt besonders kleine Stempelkissen für und ich denke mal, auch da, egal ob aus den Action-Sets oder aus einem Set von Teddy, da habt ihr bestimmt irgendwo ein kleines Symbol. Es muss ja auch kein Herz sein. Ich versuche nur halt jede Woche so
ein bisschen was anderes einzusetzen oder mal ein anderes Stempelkissen rauszukramen, was ich schon seit Ewigkeit nicht benutzt habe, weil man sammelt ja doch einiges und man soll ja nicht horten, man soll ja die Sachen auch benutzen. Dann räume ich die Stempelhilfe weg, um dann sozusagen meinen Teebeutel rauszuholen. Ich brauchte Platz auf meinem Schreibtisch. Ich habe leider nicht allzu viel Fläche und gerade beim Videodrehen muss ich dann doch schon irgendwie relativ zügig alles beiseite räumen können. Und ja, wie ihr seht, hab ich auch den Stempel erstmal weggeräumt. Habe dann hier von Inka Dinkadu ein altes Stempelset rausgekramt mit Schneeflocken. Das benutze ich auch eigentlich so ziemlich jedes Jahr oder jedes zweite, je nachdem. Und das habe ich jetzt für meinen Hintergrund genommen. Habe jetzt ein weiteres Chark-Stempelkissen rausgekramt, was etwas heller ist als das Türkis, was ich vorher hatte. Das nennt sich dann Sweet Silk, ist die Nummer 30. Erstmal fange ich in der Mitte an, damit ich die Platzierung beider Seiten relativ nah beieinander habe. Dann kann ich ungefähr abschätzen, wie ich das Ganze verteilen möchte. Die Stempelhilfe, die ich benutze, ist von Nelly Snellen. Die ist ungefähr A5 groß und wie ihr seht, kann ich da auch meine Einlagen überlappend tatsächlich reinlegen. Es ist nach rechts offen und nach unten offen. Das heißt, ihr könnt eure Seiten verlängern. Für die feine Schneeflocke habe ich mich für einen lila Ton entschieden. Das ist die Nummer 53, nennt sich Kosmos. Ich dachte, wir haben ja das Jahr angefangen mit Türkis-Lila und das möchte ich dann irgendwie auch hier weiter fortsetzen, beziehungsweise den Monat Januar damit abschließen. Und hier wechsle ich wieder. Ich dachte, ich zoome so ein bisschen raus, damit ihr meine Stempelhilfe komplett erkennen könnt. Das ist ja manchmal echt nicht so einfach. Und jetzt benutze ich halt den Schnörkel und auch die Schneeflocke so hier und da, wie ich gerne möchte. Also den Schmierzettel, den ich drunter gelegt habe, ist eigentlich nur als Schutz vor der Stempelfarbe, damit ich halt auf die Unterlage nichts, also keine Tinte abbekomme. Dann habe ich halt hinterher weniger zum Saubermachen. Und so ein Schmierzettel lässt sich halt immer wieder verwenden. Ihr könnt auch die Rückseite benutzen. Nach dem Abstempeln wie immer sauber machen. Ich benutze dafür tatsächlich nur Wasser und Mikrofasertuch. Außer es ist ein Stempelkissen, was wirklich ganz fies dreckig ist und das kriege ich mit Wasser nicht sauber. Allerdings kommt das wirklich sehr selten vor oder es sind halt nicht wasserlösliche Stempelkissen, die Stempel halt am meisten verfärben. Wenn ihr aber so wie jetzt nach dem Stempeln und Abdrücken die Stempel sauber macht, dann reicht tatsächlich einfach nur Wasser aus. Ich habe mich dann entschieden, auch noch die ganz kleine Schneeflocke aus dem Set zu benutzen. Hier verwende ich wieder das hellere Blau und platziere dann so ein bisschen da, wo die Lücken entstehen, beziehungsweise wo ich das für richtig halte, einfach die Schneeflocke und die wird halt auch einmal abgestempelt. Hier benutze ich auch, wie gesagt, kein Doppelstempeln, weil das ja der Hintergrund ist. Ich möchte da auch noch drüber schreiben können. Und je heller der Farbton im Hintergrund ist, desto leichter fällt es mir dann hinterher. Das ist dann halt wirklich nicht so dunkel und lässt sich einfach wunderbar überschreiben. So, dann natürlich wie immer alles wieder wegräumen, damit bloß nichts verloren geht. Ich habe hier ein Blending Brush. Ich habe das, was ich an Farbe noch auf dem Pinsel drauf hatte, dazu benutzt, um einfach so ein bisschen Farbe reinzuwischen. Nachdem da keine Farbe mehr abgegeben werden konnte, habe ich dann das hellere Blau benutzt und habe damit meinen Pinsel eingefärbt und das Ganze dann halt auf meinen Zettel gewischt. Es ist trotzdem noch relativ hell, auch wenn es jetzt im Bild sehr blau wirkt. Für die Motive habe ich mir gedacht, wir machen diese Woche mal was ganz anderes. Wir embossen. Ich habe hier ein Pärchen Rehe von Nelly Snellen und die sind halt Silhouette-Stempel, also relativ ausfüllende Stempel. Ich habe hier ein Reststück
ich würde sagen, etwas stabilere oder stärkere Druckerpapier für meinen Laserdrucker. Das habe ich erst mit dem Embossing-Kissen bearbeitet, damit halt die Statik rausgeht. Habe dann beim Absetzen meines Stempeln ge gemerkt, dass das Versamark sich nicht überall vernünftig verteilt hat. Man kann es tatsächlich auch auf dem weißen Papier gut erkennen, wenn man so ein bisschen kippt. Habe dann so ein bisschen nachgedrückt, natürlich das Embossing-Pulver drauf verteilt. Und jetzt föhne ich das Ganze von unten und ihr könnt hier schon sehen, da wo die Farbe anfängt zu glänzen, ist das tatsächlich auch schon fertig embossed. Ich benutze auch immer so einen Zettel zum Auffangen von meinem Embossing-Pulver. Das kann ich dann wieder zurück in den Behälter geben, ohne viel Verlust. Natürlich immer zuschrauben, wegräumen, weil wenn ihr das einmal auf dem Tisch umschmeißt, das ist auch eine kleine Sauerei. Den Stempel natürlich auch wieder gewohnt wegräumen. Und jetzt heißt das Ganze noch ausschneiden. Ich schneide erstmal grob zurecht und lege mir dann halt das, was überbleibt, zur Seite, weil das benutze ich ja gerne zum, wie jetzt hier zum Stempeln oder einfach zum Stanzen. Und mit meiner Schere schneide ich mit etwas Abstand vom Motiv mein Motiv dann aus. Hierbei, wie immer, die Schere bleibt eigentlich recht gerade. Ihr benutzt die linke Hand, um euer Motiv zu drehen. Das erleichtert euch das Ausschneiden. Das, was man nicht braucht, kann direkt in den Müll. Das nächste größere Stück hebe ich allerdings tatsächlich wieder auf. Das Geweih ist natürlich sehr filigran und das dauert ein bisschen länger, das auszuschneiden. Das restliche Motiv ist sehr simpel. Man hätte zum Beispiel die Rehe auch mit einem schönen hellen Braun stempeln können, dann klar embossen. Oder einfach auch nur das Gestempelte zu benutzen. Man hätte auch noch ein bisschen schattieren können mit Stiften. So wie man halt lustig ist. Nur ich hatte jetzt irgendwie heute Lust, mal wieder zu embossen. Ich finde, das gibt immer einen sehr schönen Effekt. Wie ihr seht, je nachdem, wie das Licht gerade fällt, könnt ihr das richtig schön glitzern sehen. Ich habe übrigens ein Silber-Embossing-Pulver verwendet. Das ist das Nuvo Embossing Pulver und das heißt Classic Silver. So, dann nachdem die Motive fertig ausgeschnitten sind, möchte ich die ein bisschen grundieren. Ich finde gerade Lebewesen und Menschen müssen eigentlich auf irgendwas stehen. Ein bisschen Schatten wirft das Ganze und die können nicht einfach mitten irgendwo draufgeklebt werden, dann sieht das aus, als ob sie schweben würden. Und das mache ich halt bei meinen Wochendekos mir ganz einfach. Ich reiße mir Washi-Tape zurecht. Ich habe erstmal mit einem, sag mal, langweiligen Grau angefangen. Hier habe ich etwas Ausgefallenes. Das ist so ein bisschen mit Silberfolie. Hier habe ich tatsächlich ein Washi-Tape, was gar nicht mehr klebt. Aber auch das benutze ich bis zum Ende auf. Das hat so ein bisschen Schriftzug als Motiv. Was da hilft, ist natürlich Flüssigkleber. Damit klebt einfach alles. Ich glaube, das war auch ein Washi-Tape von AliExpress und ich weiß nicht, ich hatte eine Zeit lang irgendwie gefühlt überall Washi-Tape gekauft, nachdem ich mich jahrelang dagegen gesträubt habe. Und jetzt habe ich so eine Sammlung, dass ich eigentlich mich damit totschmeißen könnte. Ja, aber ja. Hier habe ich dann beim Bekleben mit dem Washi-Tape meine Löcher zugemacht. Die mache ich jetzt frei oder habe ich gerade frei gemacht mit der Crocodile. Das ist eine Lochzange. Das, was überstand an Washi-Tape, schneide ich mit der Schere einfach weg. Und jetzt wieder mit Tacky Glue von Action. Das ist ja in meiner kleinen Flasche abgefüllt, damit ich das halt feiner dosieren kann, so wie ich das brauche. Und dann brauche ich noch mein Motiv zu platzieren, Gewicht drauf und antrocknen lassen.
Ich habe mir gedacht, dass wir, dadurch, dass wir schon so viel Türkis drinne haben, könnten wir mit einem silbernen Gelstift unsere Wochentage eintragen. Man sieht das nicht so besonders gut im Video und auch auf den Fotos lässt sich das nicht besonders gut erkennen. Das ist einfach die Art vom Stift. Aber ich finde für mich selber, ich kann das gut lesen. Es sieht gut aus und es passt auch zu dem Silber im Boston. Und wiederholt halt das Ganze so ein bisschen. Ja, und da sind wir eigentlich auch schon durch. Jetzt wird das Ganze noch in meinen Planer reingesetzt. Und wir sind fertig für die kommende Woche. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich freue mich immer, dass ihr euch die Videos anguckt und bedanke mich ganz herzlich dafür. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Video. Bis dann. Tschüss.